Das haben Sie ja schon gesagt, dass Sie ehrgeizig waren, immer der Erste und der Beste sein wollten, aber gleichzeitig auch wollten, dass alle über Sie lachen, also auch den Clown gegeben haben. Also diese Mischung, dass Sie die anderen auch unterhalten können, war das auch, gehörte das auch zu Ihrem Ehrgeiz? Ja. Es gelingt mir ja auch super. Nee, das ist immer so, es ist zum Beispiel hier ganz interessant, ne? Ich sehe jetzt die Leute nicht, das ist ja ein bisschen komisch geleuchtet, das ist ja okay, aber ich sehe halt gar keinen, also ich höre die immer nur. Und so fühle ich mich eigentlich mein Leben lang, dass ich eigentlich so in einem Raum bin, wo ich verloren bin. Hm. Und ich vergewissere mich immer, dass es mich gibt darüber, dass die anderen auf mich reagieren. Es muss jetzt nicht nur durch Lachen sein, sondern auch so durch Bestätigung. Aber das gibt mir Halt und das brauche ich. So, und deswegen komme ich hier rein und denkst du, scheiße, ich sehe keinen, schnellen Witz machen, aha, sie sind da, sie haben mich lieb, obwohl alle haben ja schon geklatscht, als ich reinkam. Das war für mich total wichtig. Da hatten sie noch gar keinen Witz gemacht. Ja, aber das unterschätzt man ja, ne? Also das ist halt für mich ein wahnsinnig schönes Gefühl. Also das ist so, ja, also das, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich einfach anwesend. So, das finde ich schon interessant, dass es ja was, dass es das Phänomen Präsenz, das ist ja eigentlich, cheers. Das nur ihretwegen kriege ich hier Weißweinschorle, ja? Wie ist denn Ihr Bier? Gut. Ja? Rede ich jetzt zu viel oder was? Nein. Ich wollte bloß für die Leute mal erklären, warum wir hier Alkohol weiter trinken. Ja, nee, nein. Also weil ich, Präsenz war sowas, das habe ich auf der Schauspielschule so gelernt, das hat man oder das hat man nicht. Und ich habe dann irgendwann für mich beschlossen, dass es was ist, was man sich erarbeiten kann, ja, oder was man verstehen muss als Phänomen oder Prinzip. Und das mache ich mir zunutz auch auf der Bühne. Das sind so Momente, wenn ich Theater spiele, wo ich improvisiere. Ja. Da haben die Leute das Gefühl, aha, es passiert in dem Moment. Ja. Und wenn was in dem Moment passiert, dann ist es eine andere Beschreibung für Präsenz. Es ist in dem Moment im Raum. Also ich bin jetzt im Raum, weil ich sage was und die Leute reagieren auf mich unmittelbar und lachen. Und das gibt mir Halt. Und den habe ich sonst nicht.